Während des Sommerurlaubes in der Bretagne und nach einem eindrucksvollen Vormittag im Mont Saint-Michel haben wir eine zoologische Neuentdeckung gemacht, die jenseits der überbrückten Ortsdurchfahrt nicht nur ein nettes, teilbegehbares Meerschweinchengehege zu bieten hat. Rechter Hand des Eingangsbereiches sind wir eben über eine schmale Brücke zuerst in den kleineren Erweiterungsteil des Parks gelangt, wo man abgesehen von den Meerschweinchen zunächst auch weitere Streichelgehege vorfindet, unter anderem mit Eseln und Alpakas. Es beginnt vermeintlich unspektakulär, doch dabei bleibt es nicht, versprochen. Der gepflegte Privatzoo besteht seit 10. Juli 1957 und wird inzwischen in dritter Generation von den Enkeln des Gründers Yves und Jacques Le Breton geführt, unter deren Ägide er sich weiter prächtig entwickelt. Und damit bonjour, bienvenue und herzlich willkommen aus dem Zoo de Jean-Repu an der normannisch-bretonischen Grenze in Frankreich. Wir beginnen unseren Rundgang durch den 10 Hektar großen Park am idyllisch eingebetteten Kassengebäude und sind, wie gesagt, gleich rechts abgebogen, haben die Ortsdurchgangsstraße überquert und die Streichelgehege hinter uns gelassen, um zunächst die Sumatra-Tiger und den Leopardenkäfig zu besuchen, bevor wir kleine Pandas und ein Berührungsbecken mit Koi-Karpfen erleben und wieder einmal weithin Gibbons hören. Das Erweiterungsgelände widmet sich also Asien und auch Südamerika. Auf dem Hauptgelände finden sich dann Lemureninseln mit verschiedenen Waris und ein begehbarer Lemurenwald in wunderbarer Hanglage. Wir bemerken also, dass wir Madagaskar und Afrika erreicht haben, auch vertreten durch Löwen und Geparde als weitere Raubkatzen. Die größte Anlage und Fläche nimmt dabei die Afrikasavanne am Rande des Parks ein, mit schönen, weiteschaffenden Blickachsen in Richtung der den Zoo umgebenden hügeligen Landschaft. Gegen Ende warten noch ein begehbares Kängurugehege und die Brillenpinguine auf den Besucher. Neben den Meerkatzen, die gerade neue Anlagen erhalten, weitere interessante Vertreter der ca. 250 Tiere aus etwa 60 im Zoo de Jean-Repu gezeigten Arten. Das klingt wiederum nicht spektakulär und auch nicht viel, aber wir werden einmal überprüfen, ob der bekannte Spruch "weniger ist manchmal mehr" qualitativ auch auf Jean-Repu zutrifft. Die Brücke steht fast symbolisch, denn immer wieder hielten früher Autofahrer, um sich die Vögel in der Voliere des Landwirtes Lucien Le Breton anzusehen, in schon damals stimmungsvoller Umgebung. Immer wieder wurden ihm auch kranke oder verletzte Wildtiere gebracht. So entstand ursprünglich die erste Wildtieraufnahme und Pflegestation der Gegend und ein kleiner Tierpark mit einheimischen und europäischen Tieren. Bald darauf verlangte Le Breton Eintritt, zumal der Zoo mehr und mehr die ganze Familie beschäftigte und heute mit Höhepunkten wie dem begehbaren Lemurenwald oder der Tigeranlage sowie Besonderheiten wie den Meerkatzen aufwarten kann. Außerdem ist der Zoo de Jean-Repu heutzutage Mitglied der französischen ANPZ sowie der CEPA und der EASA. Wie gesagt, von den Streichelgehegen aus geht es nach Asien. Natürlich passend durch dichtes Bambus- und Staudendickicht, auch an der Rückseite und an dem Warmhaus der Gibboninsel und weiteren authentischen Gestaltungselementen und Pflanzen vorbei. Auf das Tigergehege zu. Dieses stammt aus dem Jahre 2017, umfasst stolze 2500 Quadratmeter und ist inzwischen wunderbar eingewachsen. Von zwei mit Glasscheiben und Dach ausgestatteten unterschiedlichen Positionen aus erhält man tolle Einblicke in das riesige, naturnah gestaltete Gehege der Sumatra-Tiger. Die Leoparden sind schräg gegenüber untergebracht, doch wir folgen zuerst dem linken Weg zum anderen Unterstand des Tigergeheges, der etwas größer ist. Für mich ist das Tigergehege vielleicht noch etwas zu offen und sonnig, da die Bäume ja noch wachsen müssen, überzeugt mich ansonsten aber völlig und bietet seinen Bewohnern hervorragende Lebensbedingungen. Dasselbe würde ich auch über das nette, naturbelassene Pelikangehege sagen, das zwischen Tigern und Leoparden liegt. Die kleine Wegschleife führt uns nämlich jetzt direkt an dem Käfig der persischen Leoparden vorbei. 2020 wurde auf immerhin 500 Quadratmetern eine tiergemäße und ebenfalls gut einsehbare volierenartige Außenanlage für die vorderasiatischen Großkatzen geschaffen. Es ist sicherlich nicht die beste oder fortschrittlichste Haltung, aber sie ist mit ausreichend Klettermöglichkeiten ausgestattet, großzügig in allen drei Dimensionen und überdurchschnittlich. Es wird also zudem in den Gehegen und auf den Besucherwegen noch toller, wenn die Pflanzen noch höher gewachsen sind. Doch wenn wir weitergehen, finden wir uns in einem der schönsten und stimmungsvollsten Areale des Zoos wieder. Hier liegen das Koi-Karpfenbecken, in das man hineinlangen kann, was gerade Kids begeistert, und das hübsche Panda-Gehege für Katzenbären. Ehrlich und subjektiv gesagt,
Spätestens hier hatte mich der Park richtig gepackt. Mögen hier die kleinen Pandas zwar nicht vergesellschaftet sein, aber das Gehege selbst hat mich sehr angesprochen und überzeugt. 2015 fertiggestellt ist es toll in ein kleines Gefälle eingepasst und herrlich bepflanzt bzw. gestaltet. Man kann es quasi einmal umrunden, es gibt aber kaum Crossviewing, was fast unmöglich erscheint. Ein wirklich stimmiges und tiergerechtes Gehege mit Ästhetik für das Besucherauge. Wir hatten sie schon aus der Ferne vernommen, doch jetzt nähern wir uns von der Längsrückseite her der 350 Quadratmeter großen Gibboninsel von 2014 mit ihren südlichen Gelbwangen-Gibbons, die hier regelmäßig und verlässlich züchten und eine Show bieten. Einfach zusammen mit der sehenswerten, gut strukturierten und ausgestatteten Anlage wirken lassen. Auch diese Anlage kann man umrunden und durch den üppigen Bewuchs wird der Besucherblick auch wenig durch Crossviewing von den Tieren abgelenkt, die stets sehr aktiv sind. Die Primaten aus Südostasien werden im EU-Raum 35 Mal und im übrigen EASA-Raum zusätzlich 13 Mal gehalten, doch davon in Deutschland bzw. im deutschsprachigen Raum nur in Eberswalde. Sie werden bis zu 5,2 Kilogramm schwer, haben eine Kopfrumpflänge bis zu 50 cm und fressen Früchte, Blätter und Blüten in ihrem Lebensraum der immergrünen Waldregionen bis in 2287 Meter Höhe hinauf. Bei allen Anlagen mit Wassergräben leben im Zoo de Chaurepuy diverse Wasservögel und es wird viel Wert auf die landschaftsgärtnerische Gestaltung gelegt, sodass man insgesamt 5 bis 6 Themengärten durchwandert, sowie beim Seerosenteich, dem Garten der drei Kontinente im Eingangsbereich. Bei den Streichelgehegen, die wir jetzt noch einmal passieren, gibt es ein weiteres, sogar begehbares mit einer bunten Tierschar, bevor man die begehbare ältere Südamerika-Voliere aus dem Jahre 2005 betritt, die mit Bananenstauden und exotischen Klettergewächsen die Bewohner nicht leicht entdecken lässt und mit hellroten Aras, Scharlachsichlern und anderen Vögeln besetzt ist. Wasserläufe, Felsen, Bäume und Sträucher vermitteln tatsächlich den Eindruck, durch einen üppigen Regenwald zu laufen. Hinter dieser wirklich stimmungsvollen Voliere befand sich bis vor wenigen Jahren noch die alte Sumatra-Tigeranlage, wo jetzt eine weitere, noch größere und noch neuere Südamerika-Anlage liegt, die man ebenfalls betreten kann. Sie wurde 2019 eröffnet und zeigt zusammen mit Löfflern, Sonnensittichen, Gelbbrustaras und weiteren hellroten Aras auch die imposanten und wunderschönen Hyazinth-Aras, die größte Papageienart. Es ist natürlich nicht Aralandia, aber dennoch attraktiv und großzügig. Das war für das alte Schimpansenpaar nicht mehr so. Und darum gibt es im Zoo derzeit keine Menschenaffen mehr. Und in der alten, umgebauten Anlage leben nun Weißgesichtssakis und Goldkopflöwenäffchen in Nachbarschaft zu den Weißbüscheläffchen. Da hat man also geschickt und durchdacht, optimiert und umstrukturiert im Sinne der Tiere. Gegenüber sieht man peruanische Totenkopfäffchen auf einer dicht bewachsenen, angemessenen Anlage durchs Geäst turnen. Interessant dabei ist die Begrenzung mit Seitenwänden, Netzüberspannung und Elektrozaun. Es wirkt dadurch wie eine Art Schaufenster in den Urwald. Vorbei am alten, brachliegenden Leopardengehege, am schlichten, etwas kleinen Chile-Flamingo-Gehege und einer ebenso zu kleinen Voliere für Schmutzgeier und ägyptische Geier, die aber üppig bepflanzt und reizvoll gestaltet ist, endet unsere Runde auf dem Erweiterungsareal und es wäre schon ein abwechslungsreicher kleiner Tierpark gewesen. Aber das Hauptgelände kommt ja erst noch, jenseits der Brücke. Und zwar hier hinter Kassen, Restaurant und Spielplatz, zunächst mit einem Abenteuerpfad hinein nach Madagaskar. Auch hier ist das Gartenambiente durch üppige, aber gut ausgesuchte und abgestimmte Vegetation herrlich und lauschig. Eine tolle Ergänzung wäre zukünftig links des Weges zum Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude hin eine Haltung von Fossas. Zurück in die Gegenwart. Die erste hübsche Lemureninsel beherbergt eine schöne Gruppe von roten Waris. Von mehreren Stellen aus, einschließlich eines Holzsteges, lassen sich die Halbaffen gut beobachten, aber auch hören. Oft animieren die lauten Rufe der roten Waris ihre schwarz-weißen Verwandten und deren Mitbewohner, die Kronenmakis, auf der folgenden Insel. Während die roten Vertreter von der Masoala Halbinsel im Nordosten Madagaskars stammen, kommen ihre schwarz-weißen Vettern in den östlichen Regenwäldern des Landes vor. Was beide neben ihrem Nachnamen gemeinsam haben, ist,
dass sie vom Aussterben bedroht sind. Umso erfreulicher ist, dass sich die Waris in Zoos erfolgreich vermehren, sodass es über 800 schwarz-weiße und über 500 rote Waris in den Parks der Welt gibt, die erstaunlicherweise auf 18 bzw. 10 Gründertiere zurückgehen, ohne die genetische Variabilität eingebüßt zu haben. Eindrucksvolles Glanzstück ist jedoch das angesprochene begehbare Lemurengebiet, das kurz nach der Jahrtausendwende entstanden ist. Hinter dem Zugang liegt ein großes offenes Plateau für kommentierte Fütterungen. Danach kann man in fallendem Gelände die hervorragend und authentisch bepflanzte Anlage auf unterschiedlichen Pfaden erkunden und den Katas, Einzeltieren von schwarz-weißen Waris und den Weißkopfmakis nahe kommen. Eine wirklich herausragende und wunderschöne Anlage, an der ich tatsächlich nichts zu kritisieren finde und die mit Videokameras überwacht wird, natürlich zur Sicherheit der Tiere. Im Freiland sind im Grunde leider alle diese Lemurenarten gefährdet oder bedroht. Das liegt vor allem daran, dass ihre Lebensräume verschwinden, weil in Madagaskar als eines der ärmsten Länder überhaupt Wälder gebrandrodet werden, um Landwirtschaftsflächen zu gewinnen, die aber nur wenige Jahre fruchtbar bleiben. Ein Teufelskreis. Darauf macht der Zoo de Chorepy deutlich aufmerksam, so wie er seine pädagogischen Aufgaben insgesamt sehr ernst nimmt und umsetzt. Insgesamt kümmern sich 11 Vollzeitbeschäftigte und ca. 30 Saisonkräfte um das Wohl von Tier und Mensch, sowie um die Bildung der jährlich ca. 100.000 bis 150.000 BesucherInnen. Nach dem Verlassen des wunderbaren Lemurenwaldes machen wir uns auf zur Afrikasavanne. Noch einmal vorbei an der Insel der schwarz-weißen Waris, die einerseits etwas größer ist als das ihrer roten Namensvettern, aber dafür nicht genauso schön üppig und hübsch eingewachsen. Dennoch eine gelungene Anlage. Ich hatte bereits erwähnt, dass derzeit die beiden verbliebenen Meerkatzenarten Bratzermeerkatze und Vollbartmeerkatze hier neue Gehege erhalten. Bei unserem Besuch erlebten wir noch die bisherige Haltung, die, sagen wir einmal, in Ordnung und angemessen war, aber nicht auf dem Niveau des restlichen Zoos. Die Vollbartmeerkatze Alichrocebus loesti gibt es nur in 19 Haltungen im Easa-Raum, darunter keine einzige im deutschsprachigen Raum, dafür in Paris, Busulengo, Bexebergen, Appenheul, Breslau und Budapest. Die ebenso faszinierenden, fast noch hübscheren Bratzermeerkatzen immerhin mit 64 Haltungen deutlich mehr. Inzwischen haben wir das etwa 1000 Quadratmeter große Gepard-Gehege erreicht, das vielleicht etwas zu gleichmäßig eben und zu unstrukturiert ist. Andererseits durchaus Savannenflair mit einzelnen Baumgruppen verströmt, auch wenn man diesem Gehege ebenso etwas die Trockenheit von 2022 anmerkt. Das Gehege ist von mehreren Stellen aus unterschiedlicher Höhe gut einsehbar und mit Aussichtsplattform für die Tiere ausgestattet. Ich würde es als überdurchschnittlich bezeichnen. Schräg gegenüber der tollen Glaseinsicht bei den Geparden steht das Warmhaus der Giraffen, in das man auch hineinspitzen kann durch eine Scheibe. Hier beginnt die großflächige, 2006 eröffnete Afrikasavanne mit Kordofan-Giraffen. Zuvor gab es noch gar keine Langhälse in Chorepy. Neben Teilnahme an über 10 EEPs und ESBs und anderem Engagement im Natur- und Artenschutz setzt sich der Zoo mit der ASGN für die Bewahrung der westafrikanischen Giraffen im Niger ein. Diese ikonischen Tiere werden hier mit den Böhm-Zebras und Blauhalsstraußen sowie den kostbaren Säbelantilopen und Blessböcken gehalten. Die Anlage hat zwei Teile. Eine mit Sandboden und eine mit mehr oder weniger Grasboden. Im Zusammenspiel mit den das Gehege umgebenden verschiedenen Akazien und Ziergräsern wie Lampenputzergras sowie der geborgten Landschaft im Hintergrund und dem Besucherunterstand mit Informationstafeln kann man den Bereich als gelungen, überzeugend und ansprechend charakterisieren. Dagegen wirkt das angrenzende Erdmännchengehege schmuck oder lieblos, während die begehbare Afrika-Voliere mit Weißstörchen, heiligen Ibissen, Waldrappen, Schmutzgeiern und Kronenkranichen drinnen wie draußen dicht eingewachsen und stimmungsvoll ist. Weitere Weißstörche leisten den indischen Weißschwanzstachelschweinen auf deren einfacher, aber für sie riesigen Anlagegesellschaft. Unmittelbar hinter der Einfriedung des Geheges, das früher von Huftieren bewohnt wurde, liegt eine tolle, zeit- und tiergemäße Zwergotteranlage mit Tribüne für kommentierte Fütterungen. Jenseits dieses Weges ist das Löwengehege platziert, mit einem langgezogenen Besucherunterstand, der nicht nur Informationen, sondern auch freien Blick auf die Könige der Tiere garantiert. Es werden hier Alttiere ohne Unterartenstatus gezeigt. Das naturnahe Gehege ist mit moosbedeckten Naturfelsen, zahlreichen Sträuchern und Bäumen und Gras ausgestattet und bietet den Großkatzen ein adäquates, modernes Zuhause. Von Afrika geht es nach Australien, vielmehr gesagt sogar durch Australien, mit einem begehbaren Bennett-Känguru-Gehege. Der Zoo punktet also mit zahlreichen betretbaren Attraktionen. Doch noch besser ist, dass auch die Qualität dieser Anlagen stimmt. Das grüne, gut strukturierte und abwechslungsreiche Gehege entstand auf dem 2011 neu gestalteten Zooteil hinter dem netten Kinderspielplatz. Zu
Zu diesem 2011 entstandenen Komplex gehören zudem das Präriehundgehege, das pfiffig gestaltete und sehenswerte Nasenbärgehege mit wunderschöner Umpflanzung und Flora und vor allem die rein aus Naturmaterialien und Glas erstellte Pinguinküste. Dort leben südafrikanische Brillenpinguine in einer geräumigen Anlage mit 150 Kubikmetern Wasserbecken und großzügigem Landteil aus unterschiedlichem Substrat. Der Besucher kann die Vögel bei kommentierten Fütterungen und aus unterschiedlichen Höhen und Perspektiven erleben. Spannend ist es auch bei den Präriehunden durch die zugänglichen Glaskuppeln im Gehege. Mögen der Tierbestand und die Grundfläche auch gering sein, dennoch lukriert es sich, sich mehr Zeit auch für Stimmung und Parkgelände zu nehmen. Erfahrungsgemäß ist es an Wochenenden in französischen Zoos deutlich voller als an Wochentagen. Äußerst positiv fällt das Gesamtfazit aus für den Zoo de Jean Repu, nämlich 4 Sterne und ein mehr als ordentliches Zoo-Examen von 1,630. Ein nicht nur wegen kostenloser Parkplätze und erschwinglicher netter Gastronomie mit dem Restaurant Le Sumatra und dem Imbiss Le Crocus lohnenswerter Tierpark. Was sagt ihr dazu? Lasst es mich wissen in den Kommentaren und lasst gerne ein Abo oder ein Like da. Jetzt bin ich raus, bis die Tage, euer Zoohopper. Au revoir.